Volupté heißt unsere CD mit Werken von Debussy, Ullmann und Clemens Krauss. Unsere Platte sind dann drei Komponisten zu hören. Debussy, natürlich kennt man ihn sehr gut, aber man kann dazu sagen, dieses Zyklus, diese fünf Lieder von Baudelaire, die sind besonders, weil die sehr opulent und sehr sinnlich sind in einer anderen Art, wie man das unbedingt mit Debussy verbindet. Wir haben seit Jahren den Gedanken, Clemens Krauss aufzunehmen, weil es bislang nur eine Aufnahme davon gibt. Ein Schmetterling mit Schwingen schmelzt. Und wir haben uns vor Jahren, als wir zwei der Werke erarbeitet haben, in diese Lieder verliebt. Zentralpunkt von dem CD, könnte man sagen, ist dieser Zyklus von Clemens Krauss. Der hat sehr viel mit Richard Strauss gearbeitet, sowohl manche von seinen Stücken uraufgeführt, aber als Komponist ist er fast gar nicht bekannt. Und dann haben wir nach einem anderen Werk noch gesucht, was da in die gleiche Richtung geht, was sich gut kombinieren lässt. Und in dem Farbenreichtum, auch allein textlich, passt halt Ricarda Huch mit Ullmann extrem gut rein. Ullmann ist wesentlich unorchestraler gedacht, empfinde ich. Also ausgewählte Harmonik, eine wunderschöne Melodik. Und ich denke eben auch durch diese extrem sinnlichen Texte haben wir das sehr passend empfunden. Diese Lieder sind wirklich besonders und die haben auch einen Platz in dem Liedkanon verdient. Thank you.